Horido, hier ist wieder ein Nikos-Sonnel-Tagebuch. Ja, im letzten Video habe ich euch ja ein kleines Unboxing gezeigt vom Novus Via Silbermünzreinigungsset für Silbermünzen und Bilon-Münzen. In dem jetzigen Video möchte ich euch mal das Set vorstellen, wie es funktioniert. Und darum habe ich für euch einfach meine Silbermünze damit gereinigt. Ja, da werdet ihr sehen, wie das ganze Set funktioniert, wie es wirkt und wie das Ergebnis hinterher so ist. Ja. Also, jetzt kommt wie immer kurz das Intro und dann geht's los mit der Münzreinigung. Seid gespannt. Und danach nicht den Daumen nach oben vergessen und das Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, bis gleich. Ich habe ja zum Testen das Novus Via Münzreinigungssystem bekommen. Wie ihr seht, es besteht aus mehreren Sachen. Hatte ich ja auch schon im Unboxing vorgestellt. Hierzu gibt es zu sagen, es gibt, wie ihr seht, hier Gels mit der Stufe 1. Das einmal das Green Spirit. Und dann gibt es nochmal Stufe 1, das Aquamarine High. Das sind die beiden Gels der leichtesten Stufe. Das Grüne hier ist ein bisschen leichter, also ein bisschen sanfter in der Anwendung als das Blaue. Den gibt es aber auch nochmal dasselbe. Auch wieder Green Spirit mit der Stufe 2. Das ist schon mal stärker als die Stufe 1. Und dann gibt es auch noch das Aquamarine High, auch mit der Stufe 2. Das heißt, das ist nochmal eine Nummer stärker als die Stufe 1 und das ist bei dem genau dasselbe. Und das heißt also, das Aquamarine 3 in der Stufe 2 ist das stärkste Gel von allen vier, die ich habe. Das heißt also, wenn man das jetzt mal so hinstellt, diese beiden hier sind Stufe 1, die beiden Stufe 2, ist das das leichteste, das ist ein bisschen härter, denn ist das hier noch härter als die. Das da aber noch leichter als wie das hier mit der Stufe 2. Also, zwar vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn man auf die Seite guckt, da stehen die römischen Zahlen ja drauf, ist halt das Grüne immer das leichtere von der jeweiligen Stufe und das Blaue das etwas härtere. Ja, jetzt haben wir hier auch schon die Münze liegen, die ich damit reinigen möchte. Das ist eine Silbermünze, die Heiko mir zur Verfügung gestellt hat. Die hat eine ganz schön bescheidene Patina. Sie sieht auch recht krass aus. Also, da bin ich schon sehr gespannt, was das Gel aus dieser Münze gleich rausholen wird. Jetzt werde ich das hier mal alles aufbauen. Und ich hatte mit dem Hersteller vorhin selber schon gesprochen. Er meinte so, er nimmt am besten gleich das stärkste von meinen ganzen Gels. Das heißt, ich werde Stufe 2 nehmen. Das Aquamarine High, das ist das stärkste Gel von allen. Und wollen wir mal schauen, was das denn so aus der Münze rausholt. Die anderen packen wir mal zur Seite. Dann hatten wir da noch bei eine Politur, die dann halt für die Schlussanwendung ist. Aber stellen wir die auch mal wieder zur Seite. Das Ganze ist halt auch auf einer Anleitung richtig schön beschrieben. Hier haben wir eine Anleitung und einmal hier. Kann ich ja mal kurz für euch ein bisschen abfilmen. So, ihr seht auch, was da alles noch bei ist. Ein Zubehör. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los und legen die Münze jetzt einfach mal ein in den Reiniger. Ja, jetzt holen wir uns mal als erstes eine passende Münzkapsel hier raus. Dann los geht's mit der Münzkapsel. Hier haben wir ein Poliertuch. Hier haben wir für die Anti-Rutsch-Pads so Schutzauflagen nochmal extra, damit wird man die Pads nicht so vollsaut. Pinsel, den brauchen wir vielleicht auch gleich, um das dann anständig zu verstreichen. Und hier kommen wir zur Münzkapsel.
Da werden wir jetzt die Kapsel erstmal öffnen. Mit Gummihänden schon gerade nicht ganz so einfach. So. So, dass ihr es auch schön seht. Gucken, Kamera vielleicht noch ein bisschen ausrichten hier. Ja. Dann machen wir den Unterteil der Kapsel. Ein bisschen Reiniger. Vorher ein bisschen schütteln. Das mache ich mit allen Chemikalien. Sollte man auch machen, falls sich irgendwas ablagert. Dann haben die Flaschen extra Kindersicherung, weil man sie im Kühlschrank lagern sollte. Damit er halt, wenn er Kinder habt, die Kinder, die nicht einfach so aufkriegen, die Flaschen, haben sie halt einen Kindersicherungsschraubverschluss. So, dann machen wir mal auf Münzgröße den Reiniger hier gleichmäßig rein. Da werden wir dann gleich die Münze drauflegen. Ich zeige es euch hier nochmal. Oh, das ist die eine Seite, die rum gehört sie, so rum gehört sie. Oh, sie hat keine schöne Patina. Das ist jenseits von Gut und Böse, sage ich mal so schön. Ja, die wurde vorher so von Heiko gefunden. Das seht ihr, bevor ich es vergesse, ich muss das kleine Gefäß nochmal mit Wasser füllen. Haben wir hier extra so ein Wasserbehälter dafür, um die Münze einmal anfeuchten. Das soll noch ein besseres Reinigungsergebnis geben. Aber machen wir jetzt mal kurz einen Schnitt. Ich fülle das Gefäß mal kurz mit destilliertem Wasser auf und dann hole ich euch wieder dazu. Da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt den Becher mit destilliertem Wasser gefüllt. Ist übrigens auch ganz praktisch. Hier ist sogar eine kleine Pinzette mit dabei. Die ist dann in der anderen Tüte hier drin. Die holen wir da jetzt mal raus. Da sieht man sie, das Schwarze ist die Pinzette. Weil dann können wir die Münze damit schön ins Wasser tauchen. Na, komm raus. Das ist die Pinzette. Da nehmen wir jetzt mal die Münze rein und feuchten sie mal ein bisschen an. Ein paar Sekunden drin halten, dass das Wasser auch ein bisschen einziehen kann. Ja. Ein bisschen abtropfen. So, jetzt geht es dann weiter. Bei die Münze in das Gel einlegen. So, ein bisschen andrücken, dass unten noch überall dran kommt. Jetzt machen wir von oben auch noch mal ein bisschen Gel dran. Dass überall was drauf kommt. Damit sich die nicht so schöne Party noch löst. Wie gesagt, hier habe ich jetzt das Aquamarin, jetzt kann man es lesen, Aquamarin High habe ich genommen von der Stufe 2. Da kann man es lesen. Jetzt kommt er auf die Münzkapsel, da kommt jetzt der Deckel drauf und das Ganze soll man so 5 bis 10 Minuten wirken lassen und die Anwendung auch gegebenenfalls noch mehrmals wiederholen. Ja, jetzt seht ihr, ist die Münze hier schön in dem Gel eingelegt von beiden Seiten. So können wir es jetzt auch mal liegen lassen. Jetzt lassen wir das Ganze halt 5 bis 10 Minuten einwirken. Jetzt machen wir hier mal den Deckel wieder drauf auf den Wasserbecher. Falls man nur umwirft, dass man hier nicht alles flutet. Aber man muss sich absolut kein Werkzeug da extra zu holen oder sowas. Dadurch, dass das ein ganzes System ist, ist da halt wirklich alles mit dabei. Ich werde mir jetzt mal den Timer
auf 10 Minuten stellen. Eigentlich kann ich ihn auch schon auf 15 stellen, weil die Münze sieht echt extrem aus. Und ich denke mal, es kann nicht schaden, wenn wir sie gleich ein bisschen länger drinnen lassen. Das machen wir mal so rum. Ein bisschen hin und her wackeln noch, damit sich das auch überall gleichmäßig an der Münze absetzt. Ob nicht irgendwo irgendwelche Luftanschlüsse sind. Ja. Und dann mache ich jetzt einen Schnitt und lassen wir sie erstmal so stehen und warten einfach erstmal die Zeit ab. Gucken, was passiert. Wie gesagt, ich stelle mir jetzt einen Handy-Timer und wenn der abgelaufen ist, holen wir sie mal raus und gucken mal nach dem Zwischenstand, wie es aussieht. Ja, da bin ich wieder. Sind jetzt knapp 20 Minuten vergangen. Ich habe mich jetzt entschieden, die Münze ein bisschen länger drin zu lassen, weil sie ja nun wirklich extremst aussieht. Ja, wollen wir mal die Münzkapsel aufmachen, beziehungsweise wir nehmen jetzt erstmal ein Anti-Rutschbett, wo sie gleich drauf kommt. Nehmen wir mal hier so ein blaues, das ist so ein Anti-Rutschbett, und für das Anti-Rutschbett haben wir dann auch noch hier so eine Anti-Rutsch-Auflage. Beziehungsweise eine Auflage, das war das Pad nicht gleich ganz einsauen. Oh komm, ich will nur eins haben. Und das legen wir da jetzt mal drauf. Da kommt jetzt die Münze drauf. Vorher sollte ich mir aber, glaube ich, noch ein Stück Küchenrolle holen. Habe ich hier leider nicht. Das mache ich mal eben. Und dann holen wir die Münze da raus und reinigen die mal ein bisschen. Aber hier haben wir einen Spatel, um die Münze gleich festzuhalten. Und hier haben wir so einen Reinigungsspatel, mit dem man dann halt die Münze ein bisschen abreinigen soll. Ja, aber ich hole mir erstmal schnell ein Stück Küchenrolle, wo ich dann das Werkzeug drauf lege, was ich benutzt habe, damit ich ihn nicht gleich alles einsaue. Da bin ich wieder. Ja, wenn die Küchenrolle aus ist, wie es leider gerade der Fall ist, muss das sehr begehrte Klopapier herhalten. Ja. Zum Glück ist es nicht mehr so ganz so die Mangelware wie in der Corona-Krise. So, legen wir uns mal ein Stückchen hier hin, wo wir das Werkzeug dann gleich drauflegen, wenn wir es benutzt haben, damit wir nicht alles einsauen. So, die Kamera ein bisschen drehen. Ein bisschen ranzoomen, da mal erkennen könnt. So, jetzt öffnen wir erstmal die Kapsel. Mit Handschuhen ist das wieder blöd, aber bei chemischen Reinigungen sollte man halt immer Handschuh tragen. Jawohl. Nun geht die Münze auch schon runter. Nehmen wir den Pinsel mal und streichen das bisschen überflüssige Gel hier schon mal zur Seite, weil das können wir mehrmals benutzen. Das heißt, dass wenn wir die Münze gleich nochmal einlegen müssen, dann können wir das dafür auch nehmen. So, und greifen wir die Münze mal mit der Pinzette, zu holen. Und so viel Gel ist da nicht mehr dran. Gut. Legen wir sie hier drauf. Auf die Anti-Rutschbett. Mit dem Spatel hier kann man sie, wie gesagt, halten. Und mit dem hier soll man sie jetzt so leicht bearbeiten. Oh ja, da tut sich sogar schon ein bisschen was. Werkzeug reinigt man dann hinterher einfach mit normalem Leitungswasser und damit kriegt man dann halt das Mittel auch wieder runter.
Ja, man sieht es hier, das Gel wird schon dreckig. Hier hat man auch schon so ein bisschen Dreck dran. Oh, scheint das Gel schon mal wirklich ein bisschen von dieser Kruste anzulösen. Mal ein bisschen drehen. Wichtig bei sowas sind immer so leicht kreisende Bewegungen. Löst sich auf jeden Fall schon was ab. Aber steht ja auch in der Anleitung, dass man diesen Vorgang mehrmals halt wiederholen soll. Und ich denke mal, so wie die Münze aussieht, dass wir das auch mehrmals machen müssen. Gegebenenfalls werde ich es über Nacht in dem Gel liegen lassen. Aber das entscheiden wir ja nachher. Wir haben es jetzt auch schon 22.30 Uhr, also mal gucken. Aber ein paar Stunden bin ich ja eh noch wach. Das heißt, wir werden den Vorgang jetzt heute Abend auf jeden Fall noch ein paar Mal wiederholen. Aber wie man auf der Seite hier sieht, sie verändert sich schon. Und es kommt auch schon ein bisschen was von dieser Kruste runter. So, wollen wir sie mal drehen. Die Sette wieder zu Hilfe nehmen. So, nochmal noch ein bisschen von dem Gel vielleicht drauf machen. Das war mein Handy. Wie man hier jetzt in der Mitte sieht, da wo ich jetzt gerade einen Spatel hinhalte, das Gel verfärbt sich auf jeden Fall schon. Das heißt, es wird also dunkel. Das spricht dafür, dass es halt von dieser schwarzen Kruste auch schon den Dreck abnimmt. Wie eben schon mal erwähnt. Wichtig ist nicht nur hin und her schubbeln so, sondern so kreisförmige Bewegungen machen, damit man dann auch alle Stellen erwischt und das in alle Poren reingeht. So wieder ein bisschen drehen. Schon eine gute schwarze Peke, die da runterkommt. Ich denke mal, wenn wir den Vorgang jetzt echt noch einige Male wiederholen, dass man die Münze wieder schön sauber kriegen wird. Muss ich nur mal Heiko nachher fragen oder morgen, ob er sie glänzend sauber haben möchte. Oder ob er sie gegebenenfalls, wenn er schönen Patina haben möchte, dann patinieren wir sie nochmal künstlich nach. Das ist aber kein Problem. Aber ihr habt ja selber gesehen, so wie die Münze aussah, sah sie nun wirklich nicht schön aus. Man sagt zwar immer, man sollte die Patina drauflassen, aber wenn eine Patina scheiße aussieht, dann sieht eine Münze bald besser aus, wenn sie komplett blank silberfarben ist oder wenn man sie halt künstlich nachpatiniert, wenn man unbedingt eine mit Patina haben möchte. Aber wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, sie gleich noch mal ein bisschen einzulegen. Aber bevor wir sie noch mal in das Gel legen, tauchen wir sie einmal ins Wasser, um den Dreck, den wir jetzt gerade schon angelöst haben, von der Münze zu entfernen, damit wir nicht das Gel, was wir da in der Filmdose haben,
beschmutzen. So, vielleicht nur von der anderen Seite kurz ein bisschen. Auch mit so ein bisschen Gel nochmal. Nehmen wir nochmal ein kleines bisschen. Gehen hier nochmal über die Stellen. Jetzt nehmen wir halt das Gefäß. Greifen wir die Münze mit der Pinzette. Halten Sie hier mal ein bisschen rein. Und nicht abstürzen. Reiben Sie ein bisschen mit dem Wasser ab. Man sieht auf jeden Fall, die Verfärbung geht schon ein bisschen zurück. Von der Seite auch ein bisschen abgerieben. So haben wir jetzt auch gleich den Schwamm hier sauber gekriegt. Das tupfen wir mal kurz ein bisschen trocken. Dann zeige ich es euch mal, bevor sie wieder in das Gel reinkommt. Und das ist die erste Seite bis jetzt. Keine Ahnung, was mit der Münze passiert ist, ob die im Feuer lag oder so. Das ist die zweite Seite. Aber man sieht schon, die schwarze Kruste fängt an, sich abzulösen. Und deswegen werden wir sie jetzt halt auch nochmal in das Gel reinpacken. Hier haben wir das Gel. Dann legen wir es jetzt nochmal schön drin ein. So, dass über Eier was von dem Gel drunter ist. Ein bisschen eindrücken. Jetzt nehmen wir einen Pinsel und streichen das Gel aus dem obersten Deckelteil nach oben drauf. Hier haben wir auch noch ein bisschen überstehen, das kann auch schon rüber. Jetzt natürlich auch hauptsächlich die Stellen bedecken, die noch ein bisschen dreckiger aussehen und auf die anderen Stellen halt nicht so viel machen. Aber wie ihr seht, das Gel ist schön zähflüssig. Es läuft einfach nicht so, also es läuft nicht einfach weg wie irgendeine Flüssigkeit. Dadurch kann man jetzt auch, wenn man eine Münze hat, die nicht überall so schlimm aussieht, das Gel auch nur punktuell so ein bisschen anwenden. Ist eigentlich ganz praktisch, weil manchmal hat man ja so Münzen wie die hier jetzt in der Mitte, dass sie da nicht ganz so schlimm aussieht, dass da nicht unbedingt was drauf muss. So, jetzt haben wir das verteilt. Wir machen es aber nochmal überall drauf. Machen die Münzkapsel wieder zu. Und lassen das Ganze nochmal ein bisschen einwirken. Ja, jetzt lasse ich das noch mal so 20 Minuten drin. Da bin ich wieder. Ja, ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade nicht ganz so auf die Uhr geachtet. Münze ist noch hier drin. Habe eben gerade fix einen Burger gegessen und so. Aber ich denke mal eine knappe halbe Stunde oder vielleicht 40 Minuten war die Münze jetzt hier drin. Jetzt wollen wir es wieder raus und machen mal den zweiten Durchgang. So, wie vorhin schon gehabt. Pinzette, Pinsel. Ich mache sie mal wieder ein bisschen ab mit dem Pinsel. Weil das Gel werden wir, denke ich mal, noch zwei Durchgänge oder drei brauchen. Die Seite können wir lassen, da hängt nicht so viel drauf. So rutscht Pet dann wieder hin. So, das nehmen wir uns wieder. Hier ist noch Gel am Pinsel. So, streichen wir auch ab.
Geld ist kostbar, das wollen wir auch nicht verschwenden. Wieder ein bisschen mehr ranzoomen für euch hier. Dass ihr auch was erkennen könnt. So, hier ist am saubersten, dann halte ich sie da mal fest. Jetzt nehmen wir wieder den Schwamm hier. Und fangen mal wieder sanft an, kleine kreisende Bewegungen zu machen. Und dieser dunkle Touch wird nach und nach von Anwendung zu Anwendung ja doch ein bisschen weniger. Aber es sieht so aus, als wenn man die Münze halt wirklich noch 2-3 Mal oder so in das Gel legen müssen, bis wir sie komplett sauber kriegen. Wie gesagt, wenn es zu spät wird nachher, dann lasse ich sie zur Not auch über Nacht drin liegen. Das dürfte der Münze auch nicht schaden. Aber es ist schon eine heftige Verfärbung und Kruste, die die Münze hat. Das war sogar gerade Heiko, von dem ich die Münze ja gekriegt habe, weil ich ja keine dreckige Silbermünze mehr hatte. Und er meinte, ja, ich habe da noch eine, die ist aber ein echter Härtefall. Und die sieht echt bescheiden aus. Ja, und ihr seht sie ja, wie sie ausgesehen hat. Mittlerweile wird es ja schon ein bisschen besser. Ich denke mal, er hat in der Erde noch irgendwas draufgelegen, dass sie da so eine freie Stelle hat. Sieht auch so ein bisschen kreisrund aus. Vielleicht lag es auf einer anderen Münze noch drauf oder so. Aber ich war ja dabei, wo sie gefunden wurde. Und in dem Loch lag nur eine Münze. Bleibt also die Frage, woher kommt diese kreisrunde, helle Stelle, die da drauf ist. Und von der anderen Seite selber auch noch mal machen. Ein bisschen Gel aufnehmen hier. Und die Seite, habe ich bald das Gefühl, geht auch ein bisschen besser sauber. Aber was sage ich mal, was Jahrzehnte oder Jahrhunderte brauchte, um so dreckig zu werden. Das kann auch ruhig ein bisschen Zeit bei der Reinigung in Anspruch nehmen, wenn man es denn gerne anständig haben möchte. Und da sollte man sich dann auch ein bisschen Zeit und Mühe für geben. Aber Zeit für nehmen und Mühe für geben, dann hat man hinterher auch ein schönes Münzbild wieder. Klar, gibt auch Münzen, die kriegt man nicht wieder hin. Aber die sind dann auch hin. Auch von daher kann man mit denen jetzt zur Not auch genug rumexperimentieren. Ja, hier ist auch wieder sehr schön zu sehen. Das Gel sich halt schon schwarz verfärbt. Das heißt, wir lösen also auf jeden Fall noch was ab von dieser Kruste. Schwimme sind so halt die kleinen filigranen Stellen dazwischen. Brauchen wir gar nicht festhalten, klebt das so gerade ganz gut fest. Ja, so an manchen Stellen wirkt das Gel schon ganz gut. Aber ich bin selber schon sehr auf dieses Endergebnis gespannt, wie sie denn aussehen wird, wenn sie komplett fertig ist. Dadurch, dass man es wirklich Schicht für Schicht abträgt, spricht eigentlich auch dafür, dass es recht schonend sein muss. Da hätte man jetzt ein richtig hartes Mittel irgendwie, dann hätte man das mit einmal legen vielleicht auch, mit einmal einlegen der Münze vielleicht auch gleich mit einmal weggekriegt. Aber wir wollen ja erstens das Mittel hier testen, zweitens gleich einen richtigen Härtetest vollziehen. Ja,
Und drittens wollen wir ja was haben, um Münzen schon zu reinigen. Und ich denke mal, dass das Mittel vielleicht hier wirklich recht schonend ist. Es ist auf jeden Fall nicht gleich so die Chemiekeule. Aber das werden wir dann sehen, wenn die Münze komplett fertig ist. So, jetzt waschen wir sie noch ein bisschen mit Wasser ab. Oder? Ne, ich wische sie einfach mal so ab. Mit dem guten, sehr begehrten Klopapier. So, jetzt zeige ich es euch nochmal. Das ist jetzt von der einen Seite schon mal. Das von der anderen, wo die hartnäckige Kruste und Verfärbung drauf ist. Ja, keine Ahnung, wovon die gekommen ist. Ja. Aber ich werde es jetzt auch nochmal einlegen. Deswegen muss ich das jetzt gerade kurz aus dem Kühlschrank holen. Das sich sonst wohl verflüssigt und die Chemikalien sich da drin anfangen zu trennen, wenn man das nicht kühl lagert. Das kommt dann auch gleich wieder in den Kühlschrank rein. Oh Scheiße, jetzt habt ihr gar nicht gesehen, wie ich das da drauf gemacht habe. Gar nicht drauf geachtet. Ja. Auf jeden Fall habe ich da jetzt noch ein bisschen was von dem Gel wieder drauf gemacht. Hab auch jede Stelle erwischt, so wie es aussieht. Noch ein bisschen das schön verteilen. Ja. Alles schön bedeckt. Jetzt lasse ich sie da noch mal in der Ecke drin. Ach, hier in der Münzkapsel jetzt auch noch. Den Rest nehmen wir da mal ab. Wenn das nicht an der Seite gleich rausquillt. Zack, dann können wir mit rein. So, verschließen wir das Ganze wieder. Und lassen das jetzt noch mal eine Weile da drinnen. So, machen wir mal den nächsten Durchgang. Ich muss leider gestehen, ich habe die Münze da jetzt einige Stunden drin gelassen, weil es war gestern Abend schon recht spät. Und ich dachte so, ja, währenddessen du hier wartest, kannst du dich aber aufs Sofa hauen, ein bisschen Fernsehen gucken, stellst dir einen Timer oder so. Ja, das war eine Fehlentscheidung. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Dummerweise. Das heißt also, die Münze war da jetzt 6 oder 7 Stunden drin. Deswegen holen wir die jetzt mal ganz fix da raus und gucken mal, was passiert ist. Noch sieht sie brauchbar aus. Ich mache ein bisschen näher ranzoomen hier vielleicht. Zack, so. Wollen wir hoffen, dass sich da jetzt auch gut was ablöst von dem braunen Zeug, nachdem sie halt jetzt ja, wirklich gute 6-7 Stunden da drin war. Ich habe noch nicht mal ganz meinen Kaffee getrunken. Ich habe gedacht, jetzt muss sie gleich diese Münze hier weitermachen. Damit sie sich nicht auflöst oder ähnliches, aber wie ihr seht, sie ist noch da und sieht bis jetzt so aus, wo eigentlich runterfallen. Hier aufs Pad. Dann haben wir hier wieder unseren Erhälteschwamm. Aber ich glaube, die Verfärbung ist echt ein bisschen runtergegangen. Mal schauen, ob sie sich denn jetzt restlich auflöst. Aber da das ja ein schonender Reiniger ist, ja, wird er vielleicht halt mit ganz hartnäckigen Sachen nicht ganz so gut klarkommen. Oder halt dementsprechend länger brauchen. Ich hätte das Ganze jetzt auch in mein Pro-Agentol schmeißen können.
Dann hätte das ein paar Minuten gedauert und die Münze wäre sauber gewesen, glaube ich. Allerdings ist das auch recht geruchsintensiv. Und eine ganze Ecke härter, weil es halt richtig Chemie ist. Aber zu dem Plan mit dem Proagentol können wir zur Not halt immer noch übergehen, wenn wir diese restlichen Belege hier nicht runterkriegen sollten. Das werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, meine Hoffnung war, nach dem Aufwachen vorhin, dass man den Schmodder jetzt wesentlich besser runterkriegt. Aber das sitzt denn doch noch ganz schön fest, dieser Scheißkram hier. Na gut, sie sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als wie im vorherigen Zustand. Aber es ist mit dem Reiniger schon so einiges runtergegangen. Ich kann ja mal ausprobieren, was passiert. Wenn ich sie jetzt kurz ein bisschen überpoliere, mit dem Polierkram, was dazu gehört. Kurz mit ein bisschen Klopapier von dem Reiniger. Mal gucken, ob man mit der Politur vielleicht ein bisschen was runterkriegt. Wie dabei ist, das zentrier dich. So sieht es halt bis jetzt aus. Aber wie man sieht auf der Seite, hat der Reiniger bis auf hier unten schon ganz gute Arbeit geleistet. Ja, so sieht die andere Seite aus. Aber so im Vorher-Nachher-Vergleich hat sich da auf jeden Fall schon was getan. So, das ist auf jeden Fall eine recht feine Bürste. Stämmchen. Hier haben wir die Politur. Probieren wir jetzt einfach auf die Seite mal aus, ob wir damit ein bisschen was runterkriegen noch. Und wenn nicht, lege ich so noch meine Reiniger ein. So. Tragen wir mal ein bisschen von auf, wie wir ja von Carsten Konze schon wissen. Bei der Politur ist weniger mehr. Dann machen wir da erstmal nur einen Klecks drauf. Gucken mal, was da jetzt bei so passiert. Ey Leute, welch ein Wunder, da tut sich jetzt richtig was. Und ein paar Stellen, die noch dunkel sind, sind ja an sich gar nicht so verkehrt. Denn es ist ja halt eine alte Münze. Ne? In meinen Augen sollte eine alte Münze nie glänzen wie nagelneu. Dann kann ich mir auch eine neue Münze irgendwo hinlegen. Und muss mir nicht alte Münzen suchen beim Sondeln. Ja, aus. Kann sogar sein, halte ich halt noch Rücksprache mit Heiko. Aber ich weiß eigentlich, er mag es lieber mit alter Optik. Dann kann es also sein, dass ich noch eine künstliche Patina auf die Münze ziehen werde, wenn ich sie ganz sauber habe. Aber das würde ich dann eh im nächsten Video zeigen, weil das Video hier ja schon
recht lang wird, so wie ich das sehe. Aber noch sind wir ja im Reinigungsprozess. Ich überlege, ob ich sie gleich mal ins Ultraschallbad lege. Um gegebenenfalls noch Dreck wegzukriegen, der irgendwo in der Poren sitzt, wo ich jetzt nicht reingekommen bin. Aber das möchte ich eigentlich gern vermeiden, weil ich wollte ja komplett das Reinigungsset ausprobieren, ohne Hilfsmittel. Nur dieses Reinigungssystem. Und wollte mal schauen und euch zeigen, was das halt so bringt und was das so kann. Also werden wir es mit dem Ultraschallgerät uns auch noch verkneifen. So, jetzt drehen wir mal um, polieren die Seite nochmal. Und dann werden wir die ganze Münze einfach mal neutralisieren. Beziehungsweise mal kurz mit Wasser abreinigen und abtrocknen und gucken, wie sie aussieht. Ja, auch hier sieht man, ein Politur holt noch gut was runter. Es wird. Man braucht halt mit dieser heftig verkrusteten, verfärbten Münze halt ein bisschen mehr Geduld als wie mit einer, die noch ein bisschen besser aussieht. Aber wie man sieht, selbst der Reiniger, das Reinigungssystem macht seine Arbeit, sogar bei einer Art von so einer heftig verfärbten und verkrusteten Münze. Das ist wahrscheinlich sogar recht schonend, so wie das aussieht. Und der Vorteil hierbei ist halt, es sind jetzt keine so mega heftigen Chemikalien, wie manche Sachen, die ich sonst so nutze. Aber da müssen die Leute mit Kindern nicht ganz so doll Acht drauf geben. Und es ist halt alles bei, dass man es auch auf engstem Raum betreiben kann und nicht irgendwas zusammenmischen muss und so. Von daher ist das System eigentlich schon mal ganz gut für die Leute, die Frau und Familie zu Hause haben und keine Lust drauf haben, haufenweise Chemikalienkram und so zu Hause stehen zu haben, die zum Teil halt recht giftig sind. Und wo man dann auch drauf aufpassen muss, dass die Kinder da nicht dran gehen. Ja, dann wollen wir sie jetzt einfach mal im Wasser neutralisieren und mal richtig abpinseln. Schon mal ein Stück meiner Küchenrolle hier näher. So, neues Klopapier in meinem Fall, weil die Küchenrolle ja alle ist. Zum gleich abtrocknen. Zoom mal ein Stück zurück. Auch alles verfolgen könnt, was ich hier mache. So, mal öffnen. Nehmen wir uns mal die Münze wieder mit der Pinzette. Das alles so ein bisschen einmal runter. Andere Seite auch. Den Reiniger mal so ein bisschen runterholen hier und so. Ja. Einmal ein bisschen ab und gucken mal, wie das Ergebnis so geworden ist bis jetzt. Man sieht, sie glänzt auf jeden Fall, wie die Seite ja vorhin aussah.
bevor ich angefangen habe, wisst ihr ja, es war ja einfach nur eine schwarze Seite. Jetzt kann sie sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Und ich finde auch die Rückseite kann sich schon ganz gut sehen lassen. Also, das ist schon mal ganz nett. Ja, ich werde es aber, glaube ich, noch mal kurz in den Reiniger einlegen, um zu schauen, ob ich da unten die Verfärbung, die man noch so ein bisschen sieht, auch noch wegbekomme. Ja, dann gucken wir mal. Aber, ja, ganz nett bis jetzt. Verteilen wir hier erstmal wieder unten drunter ein bisschen, dass überall was hinkommt. Das Dreckigste ist da unten. Und da. Gut, dann muss das auf jeden Fall rein. Zack. Hin- und herschrubbeln, ein bisschen andrücken und hier ziehen wir mal ein bisschen noch drüber. Wichtig ist, selbst wenn ich es jetzt neu patinieren würde hinterher, dass man sie so sauber wie möglich macht vorher, weil je sauberer sie ist, desto gleichmäßiger kriegt man auch eine künstliche Patina hinterher hin. Also versucht man sie halt auch mal so sauber wie möglich zu machen. So, Pinsel ein bisschen sauber machen hier im Wassergefäß. Und Deckel wieder drauf. Ja, jetzt trinke ich erstmal Ruhe meinen Kaffee. Das auch ein bisschen einwirken und dann ja, sehen wir uns wieder. Ich denke mal, es wird dann noch der letzte Durchgang gewesen sein, wenn ich sie raushole. Dann wird sie noch ein bisschen abgereinigt und noch ein bisschen überpoliert. Und dann könnte es sein, dass wir sie so sogar schon lassen können. So, jetzt habe ich die Münze noch mal eine knappe Stunde in dem Gel gelassen. Ich werde sie da jetzt noch mal rausholen. Und wenn sie noch mal ein bisschen mit dem Schwamm, mit dem Schwammstäbchen hier bearbeiten. Gucken, ob wir vielleicht die Reste ein bisschen runterkriegen. Und danach noch mal mit der Politur ein bisschen bearbeiten. Und dann lassen wir es auch gut sein. Und dann überlege ich mir, ob ich sie für ein nächstes Video vielleicht noch mit einer künstlichen Patina versehe. Aber sie sieht auf jeden Fall schon sehr viel besser aus als wie vorher. Wie gesagt, ich überlege, ob ich dann noch eine künstliche Patina drüber ziehe. Und dann sieht die auch recht gleichmäßig aus. Ja, so ein bisschen Dreck geht noch runter. Ich finde es aber schon mal sehr cool, dass man die Münze halt schon mal so sauber gekriegt hat mit dem Reiniger. Schon mal ein sehr schönes Ergebnis. Auch wenn es ein bisschen zeitaufwendig war. Aber wie gesagt, eine Münze verschmutzt ja auch nicht innerhalb von ein paar Stunden. Da kann auch die Reinigung mal ein bisschen länger dauern, wenn eine Münze schon ein paar Jahrhunderte alt ist. Wie vorhin schon mal erwähnt, wichtig ist es auch teilweise, diese kleinen kreisenden Bewegungen zu machen beim Reinigen, damit man halt auch in
jede Lücke und Probe der Münze kommt. Das Gelb wird wieder gut schwarz. Das heißt also, es nimmt immer noch was von der Münze runter. Dann wollen wir sie mal polieren, aber ich glaube, zum Polieren werde ich jetzt erstmal das Auflagepad hier erneuern. Weil das sieht ja schon derb dreckig aus. Ich werde sie jetzt auch nicht vorher erstmal abwaschen, weil normalerweise sollte man sie vom Polieren halt nochmal abwaschen. Aber ich lasse jetzt die Reste vom Reiniger einfach drauf. Hier mal ein bisschen abwischen. Das werden wir nachher in alles unter fließendem Wasser reinigen. So, dann haben wir zum Polieren den Schwamm hier, das ist ein ganz feiner. Die Münzkapsel hier machen wir mal wieder zu. Mal gucken, dann werde ich vielleicht nachher mal ein Experiment machen und eine andere Münze mal reinlegen. Die Politur einmal kurz aufschütteln. Das sollte man immer machen, falls sich die Polierstoffe da drin abgesetzt haben. Dass man sowas dann immer einmal durchschüttelt, egal welche Politur man benutzt. Zack, wieder ein kleiner Klecks erstmal drauf. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da noch so runterkriegen. Wichtig ist hier auch wieder, eine Bewegung und nur ganz sanfter Druck, nicht zu doll, damit wir, wenn es geht, nicht zu viele Kratzer mit dieser Politur anstellen, weil in jeder Politur sind halt kleine Schleifkörperchen und es gibt eigentlich normalerweise dann auch eine Mikrokratzer, aber die Münze hat von sich aus schon Kratzer, also von daher müsst ihr überlegen, die lag ja jahrhundertelang irgendwo in der Erde, im Sand und so weiter. Selbst da kriegt eine Münze halt Kratzer, die man halt durch die Patina dann gar nicht so sieht. Da ist das jetzt mit der Politur dann auch nicht ganz so tragisch. So werden wir es jetzt lassen. Einmal abwischen hier. Und danach gehe ich sie, glaube ich, mal unter fließendem Wasser abwischen einmal. Ja, wie ihr seht, sie spiegelt im Licht jetzt auf jeden Fall schon mal richtig. Ja, stellt sich scharf hier. Sehr viel sauberer aus als wie vorher. Ich werde es jetzt halt auch gleich nochmal unter fließendem Wasser einmal abwaschen, um alles runterzukriegen. Und stelle die Kamera nochmal auf Makro und dann zeige ich sie euch auch nochmal. Ja, ich gehe jetzt mal kurz zum Waschbecken, spüle die Münze einmal komplett ab, dass alles runtergeht, was da noch so drauf ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, fertig haben wir die Münze. Da unten hat man noch so ein bisschen Verkrustung. Kann ich hier irgendwas zum Draufzahlen? Sehen wir mal den Griff vom Pinsel. Da sieht man halt noch so ein bisschen was von einer Haftung. Und da ist auch noch eine leicht dunkle Stelle, aber ich würde mal sagen, damit kann man leben. Ich hatte sie jetzt unter Wasser nochmal abgespült.
Das ist die andere Seite. Auch recht sauber geworden. Jetzt haben wir hier noch so ein Poliertuch dabei. Das zeige ich euch mal kurz. Damit werden wir es jetzt noch einmal zwischenpacken und einmal ein bisschen aufpolieren. Und wie gesagt, ich überlege, ob ich es dann noch künstlich nachpatiniere. Aber damit mache ich dann ein extra Video gleich. Aber beziehungsweise, das kommt dann auch die Tage oder die Woche irgendwann dann hoch. Es wird auch nur ein kurzes, weil Patina machen geht eigentlich recht schnell. Ja, so, fertig ist, das Tuch zur Seite. Während hier irgendwie drum halten, dass das Licht nicht so drauf fällt. Und wie ihr seht, das Reinigungssystem hat ganz gute Arbeit geleistet. Hätte ich nicht gedacht, dass man diese Kruste damit so gut runterkriegt. Jetzt werde ich von der Münze noch ein paar Fotos machen. Und dann patiniere ich sie noch künstlich. Und hübsche sie noch ein bisschen auf. Ja, alles klar. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo. Fände ich sehr, sehr geil, weil ich möchte im YouTube-Algorithmus auch so ein bisschen nach vorne kommen. Und da hilft jedes Abo, was man kriegt. Und jeder Daumen nach oben. Auch jeder Kommentar. Also seid fleißig. Lasst Abos da. Daumen nach oben. Und Kommentare. Ich freue mich über alles. Auch über Anregungen. Oder irgendwelche Reinigungswünsche. Ich würde es versuchen umzusetzen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, sofern ich solche Funde habe, die ihr gern gereinigt sehen würdet. Ja. Ansonsten allzeit gut Fund und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dann, euer Nico Sondel Tagebuch. Ja, jetzt habt ihr in dem Video gesehen, wie ich mit dem Novus Via System die Münze gereinigt habe, wie es funktioniert, wie es anzuwenden ist. Der Hersteller selber meinte zu mir schon, oh, da hast du eine echte Härtefallmünze ausgesucht. Aber wie ihr seht, ich habe es ja sauber gekriegt. Ich blende jetzt auch nochmal die Bilder ein, die Vorher-Nachher-Bilder. Und da seht ihr es ja selber nochmal, wie es jetzt aussieht. Ich war selber sehr überrascht, weil es ein sehr schonendes Set sein soll. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass diese grob verschmutzte Münze hinterher doch wieder so aussehen kann. Ich dachte echt, ich muss zu was Härterem greifen. Aber nein, ich habe echt nur das benutzt, was bei diesem Set dabei gewesen ist. Ja, als nächstes werde ich übrigens im nächsten Video die Münze dann auch künstlich altern. Aber das heißt, eine künstliche Patina draufziehen und die ausarbeiten und werde euch das mal zeigen. Das habe ich natürlich auch schon gemacht. Das Video werde ich auch gleich mit schneiden und ich denke mal, das wird zum Wochenende dann auch rauskommen. Also würde mich freuen, wenn ihr auch die Glocke drückt. Daumen nach oben dann lasst, ein Abo, damit ihr das kommende Video dann auch nicht verpassen werdet. Ja, bis dahin, noch eine schöne Woche, wünscht euch euer Nico Sondel Tagebuch.